Taschenfederkern oder Tonnentaschenfederkern? Welches ist besser? Welches ist für dich geeignet? Um das wird es in diesem heutigen Video gehen. Mein Name ist Philipp Jaksch, ich bin der Gründer von jagdbett.de und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Schlaf. Kommen wir nun zum ersten, nämlich zum Taschenfederkern. Wie es der Name schon sagt, Federkerntasche, das war's, mehr kommt da nicht dazu. Nein, Spaß beiseite. Hier ist ein Federkern in der Mitte eingearbeitet aus Metallfedern, der nachgeben kann. Und darum befindet sich eine Stofftasche und somit Taschenfederkern. Diese sind in der Mitte miteinander verbunden und seitlich miteinander verklebt. Und der große Vorteil hierbei ist, dass diese einzeln nachgeben können. Eine gute Punktelastizität ist möglich, im Gegensatz zum Beispiel zum Bonell-Federkern, was ich in einem anderen Video schon erklärt habe. Und zusätzlich bietet das, da hier sehr viel Luftraum ist, eine gute Luftzirkulation. Eine Zoneneinteilung ist möglich. Warum ist das jetzt wichtig? Ganz einfach, weil wir Menschen nun einmal nicht ein Strich sind, sondern wir haben Schultern, eine Hüfte, einen Bauch. Je nachdem, welcher Körpertyp man ist, ist das eine oder andere mehr oder weniger ausgeprägt. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man hier Zonen hat, damit man auch darauf achtet, dass zum Beispiel die Schultern tiefer einsinken kann oder die Hüfte tiefer einsinken kann, damit hier kein zu hoher Druck entsteht und man keine einschlafenden Arme, Schultern oder Schlafprobleme am Ende der Nacht dann auch hat. Was ist jetzt ein Tonnentaschenfederkern? Der Tonnentaschenfederkern ist ähnlich wie der Taschenfederkern, allerdings hat er die Form einer Tonne. Hier ist man, sieht man das schön, oben und unten ist er etwas schmäler und in der Mitte ist er etwas breiter, also etwas bauchiger. Das hat den großen Vorteil, dass der Tonnentaschenfederkern auch seitliche Kräfte gut aufnehmen kann und somit dann nochmal mehr Punktelastizität bietet als der Taschenfederkern. Zudem ist er auch für Betten mit Motor geeignet, da er sich seitlich bewegen lässt. Taschenfederkerne hingegen haben das Risiko beim Bett mit Motor, dass sie zum Brechen tendieren. So, aber genug, der Tonnentaschenfederkern hat mehr Punktelastizität, hat genauso eine hohe Luftzirkulation, ist um eine Spur teurer als der Taschenfederkern, hat aber dafür mehr Komfort als der klassische Taschenfederkern. Und auch hier ist eine Zoneneinteilung möglich. Punktelastizität ist da und die Luftzirkulation ist gut, da hier viel Luft innen frei zirkulieren kann. Stellt sich nun die Frage, ist jetzt ein Taschenfederkern oder ein Tonnentaschenfederkern für dich geeignet? Ja, mit den beiden Varianten kannst du generell nicht so viel falsch machen, im Gegensatz zu einem Bonell-Federkern. Hier habe ich ein eigenes Video, das verlinke ich dir rechts oben, was denn der Unterschied ist zwischen einem Bonell-Federkern und einem Taschenfederkern. Bei einem Tonnentaschenfederkern und Taschenfederkern hast du bei beiden eine hohe Punktelastizität, eine gute Luftzirkulation und eine Zoneneinteilung, damit du dann wirklich besser einsinken kannst mit den jeweiligen Körperpartien. Der Vorteil beim Tonnentaschenfederkern ist, dass du mehr Komfort hast, noch eine höhere Punktelastizität. Er ist auch für Betten mit Motor geeignet und eine Spur teurer. Im Gegensatz dazu ist der Taschenfederkern die goldene Mitte zwischen günstig und Komfort. Jedoch empfehlen wir generell immer einen Tonnentaschenfederkern zu nutzen und dementsprechend, wir haben auch beim JAK Boxsprungbett einen Tonnentaschenfederkern in der Box als auch in der Matratze, damit man wirklich einen hohen Komfort hat und auch 10 Jahre lang seine Freude hat. Deswegen geben wir auch eine Garantie von 10 Jahren auf Rahmen- und Federkernbruch sowie ein risikofreies 101 Nächte Probeschlafen, damit du dich selbst von der Qualität überzeugen kannst. Mehr Informationen dazu findest du auf jagdbett.de/boxspringbett. Und meine persönliche Meinung zum Taschenfederkern oder Tonnentaschenfederkern ist, wie du schon denken kannst, dass man einen Tonnentaschenfederkern nutzen sollte. Er bietet noch einmal um eine Spur einen höheren Komfort. Du stehst am nächsten Tag mit mehr Energie auf und vielleicht kostet er den einen oder anderen Euro mehr. Aber wenn du das einmal durchrechnest, du hast diese Matratze, ist so ein einmaliger Kauf, den machst du heute, du musst heute das Geld ausgeben. Ja, true, aber du hast das ja für die nächsten 10 Jahre bei einem guten Modell. Und wenn jetzt eine Matratze 500 Euro kostet, sind das lediglich 17 Cent pro Nacht für einen guten Schlaf und somit relativiert sich jeder Preis wieder, da du ihn ja über einen langen Zeitraum nutzen kannst. Und damit weißt du die Unterschiede zwischen Taschenfederkern und Tonnentaschenfederkern. Und eine häufige Frage ist, ob man auf einer Matratze ohne Lattenrost schlafen kann. Und das klären wir im nächsten Video neben mir. Wir sehen uns dann dort. Bis zum nächsten Mal, dein Philipp. Tschüss, Baba.